Ja, hallo und herzlich willkommen zur Preview zu WWE Great Balls of Fire 2017, das ja am 9.7.2017 in Dallas, Texas, in der American Airlines Center stattfindet. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Micha. This girl is on fire. Ja, guten Tag. Falscher Pay-Per-View. Ja, der kommt wahrscheinlich erst im November oder so. This girl is on fire, genau. In einem Inferno-Match, Main-Event, All Women's Wrestling zusammen. Das wäre ja der Wahnsinn. Genau, bevor wir aber zum Pay-Per-View gehen, haben wir zwei ereignisreiche Dinge, die passiert sind in dieser Woche, beziehungsweise heute, also am Samstag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wollen wir was mal ganz kurz ansprechen, oder? Ja, zwei, oder sagen wir mal, es sind ja mehrere Sachen. WWE gesehen sind es drei Sachen, insgesamt sind es vier Sachen. Es sind zwei sehr erfreuliche Sachen. Eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was schon halten soll, und eine schlimme Sache. Fangen wir mit der schlechten Nachricht sofort an. Austin Aries wurde entlassen. Dies ist wohl passiert auf eigenen Wunsch, weil er darum gebeten hat. Er soll wohl sehr, sehr unzufrieden gewesen sein mit seiner Rolle und er soll deshalb auch immer pissig gewesen sein backstage. Deshalb sollte es kein Problem gewesen sein, als die WWE ihn dann freigestellt hat, als sie dann ihrem oder seinem Wunsch nachgekommen ist. Und ja, kann man verstehen. Austin Aries ist nämlich der Jüngste. Der bewegt sich auch schon rasant auf die 40 zu. Also ich würde so schätzen, 38, 39 ist der auch schon. Wirst du bestimmt gerade nachgucken, oder? Ja. ja, und deshalb, also, und er ist aber trotzdem halt Weltklasse und ja. 39. 39, ja. Und wenn er gehen will, soll er gehen. Steht ihm ja zu und er wurde auch underutilized, kann man sagen. Er hat ja in der letzten Zeit kaum eine Rolle gespielt. Seit seiner letzten Pay-Per-View-Niederlage. Er war halt nur in der Cruiserweight-Division die ganze Zeit und hat dann nur verloren gegen Neville und jetzt war er nicht mal im Title-Rennen und hat halt nur bei Tour of Five mal zwei, drei Matches gehabt und war nicht mal bei Raw wirklich oft. Deshalb kann man das schon nachvollziehen, dass er keine Lust mehr hat. Die Frage ist natürlich, wo er hingeht. Ich hoffe nicht TNA. Ich hoffe mal, oder Global Force Wrestling, wie die alle jetzt heißen. Ich hoffe mal, er geht zu New Japan oder er geht nochmal zu seinem letzten Run zu Ring of Honor, weil die könnten gerade noch ein paar Topstars vertragen. Und ja, er wird auf jeden Fall keine Probleme haben, irgendwo Job zu finden. Das denke ich nicht. Wie gesagt, zu Austin Reese kann ich nicht ganz so viel sagen. Natürlich kannte ich ihn auch schon vorher, bevor er zur WWE kam. Ist ja ein bekannter Name gewesen. Zweifacher Ring of Honor World Champion, TNA World Champion. Ich glaube, bei New Japan hat er keinen Titel gewonnen. Oder war der überhaupt mal da? War er noch nie, okay. Könnte da jetzt noch hingehen, theoretisch. Bei der WWE, ja, bei NXT einen kurzen Run gehabt, hat sich dann für eine längere Zeit sich verletzt. Dann bei 205 einen Run gehabt, um den Cruiserweight-Title gefädelt, mit Neville nicht gewonnen. Ich habe es ja schon vorher gesagt, dass ich falsch fand, dass er überhaupt in der Cruiserweight-Division war, weil er für mich nicht in der Cruiserweight, also er ist kein schlechter Wrestler, das wollte ich sagen, aber er ist halt mehr als nur ein Cruiserweight-Wrestler, also der locker in der Midcard mitwirken könnte, vielleicht sogar Main-Event, kann ich nicht ganz urteilen, aber auf jeden Fall in der Midcard, und da fand ich ein bisschen unterplatziert. Trotzdem finde ich es einerseits gut, dass man es macht, andererseits schade natürlich, weil, ja, er ein guter Wrestler ist, und einen guten Wrestler zu entlassen ist immer schade. Ja, er ist halt einfach vom Potenzial her, ist er halt einfach Weltklasse. Gut, ich meine, es ist schwer zu sagen, wie. Ich glaube, wäre ich jetzt in Anführungszeichen Booker in der WWE, hätte ich ihn aber wahrscheinlich nicht viel anders da eingesetzt. Also ich mache der WWE da keinen Vorwurf, weil du ganz einfach Leute hast, die mindestens genauso gut sind und vielleicht sogar besser im Falle von halt Baylor oder Rollins oder was auch immer und die halt auch wesentlich jünger sind. Und da stelle ich halt so Leute lieber um den World-Title rein. Und ansonsten hast du halt nicht viel Platz für einen Aries. Ich meine, ein Aries wäre klar geiler als ein Dean Ambrose momentan um den IC-Titel. Also da hätte man ihn zum Beispiel hinstecken können. Aber ja, er ist halt eine klare Bereicherung gewesen für die Cruiserweight-Division. Also ich mache da der WWE da mal keinen Vorwurf, aber genauso gut mache ich Austin Aries keinen Vorwurf, dass er pisst war, dass er nicht besser eingesetzt wird, weil er halt einfach Weltklasse ist und locker vom Potenzial her, World Champion hätte sein können, aber er ist halt schon mega alt.
Eben, das ist schon ein Punkt. Das ist halt so, ist ein zweischneidiges Thema. Ich muss sagen, es ist schade einerseits, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen könnte, oh, das ist jetzt ein großer Weltuntergang für mich. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also, er ist halt zu alt, um oben mitzumischen. Und er ist halt Noch zu nicht gut. gut genug wie ein AJ Styles, sodass man sagen kann, okay, der ist zwar schon 39 oder 40, glaube ich, ist der AJ Styles inzwischen schon, dass es 40. keine, ja, genau, dass es keine Rolle spielt. Aber Austin Aries ist halt nicht so gut und wäre sowieso nie über den Midcard-Status wahrscheinlich hinausgekommen. Und deshalb finde ich es gut, dass er geht. Er tut die Indie-Szene auf jeden Fall nochmal 4, 5 Jahre aufbessern, bevor er dann halt retired und wird jetzt nochmal schöne Runs bei Ring of Honor oder bei hoffentlich New Japan haben. Kenny Omega gegen Austin Aries, bitte. Okada gegen Austin Aries, bitte. Und, ja. Tanahashi gegen Austin Aries. Auf jeden Fall, ja. Naito gegen Austin Aries. Austin Aries gegen alle. Yoshitatsu, dein Spaß. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Dann haben wir so eine Nachricht, die so undefinierbar ist. Denn wir werden am 10.7. nach Raw, wenn die Kurt Angle 24/7-Ausgabe, 24/7, nicht 24-Ausgabe ehrt, werden wir Dixie Carter sehen auf dem WWE Network. Denn die wurde da mit interviewt, neben Kurt Angle halt und neben Vince McMahon. Die werden da halt ein bisschen über Kurt Angle quatschen. TNA wurde nicht gementioned, also bei ihren offiziellen Press Release, da stand halt nur drin, was für sich Dixie Carter ist damit dabei, die halt von 2006 bis 2016 mit Kurt Angle zusammengearbeitet hat. Haben anscheinend bei irgendeiner Tankstelle gejobbt zusammen oder so. Irgendwo waren sie, man weiß es nicht. Genau. Hat sogar an der Tankstelle dann irgendwie gefühlt 6 World Titles geholt. Ist, glaube ich, sogar Rekord World Champion in der Company, bei der Tankstelle halt, so Aral oder so, Aral World Champion. Das gucke ich mal nach. Ja, ich weiß, dass er Rekord-Champion ist bei denen, aber ich weiß nicht, ob er 5 oder 6 Mal Sechs. gewonnen hat. 6, ja. Mein Gott, kenne ich mich gut aus. Das ist unbelievable. Ja, auf jeden Fall, das ist interessant. Mal sehen, was sie sagen wird. Ich mag die Alte nicht. Also von daher, keine Ahnung. Ja. Hat jetzt natürlich keine großen Auswirkungen. Ich meine, Dixie Carter hat absolut gar nichts mehr mit TNA zu tun oder mit Global Force Wrestling oder was auch immer. Das ist ja jetzt wieder Jeff Jarrett sein Ding und die Sache von Anthem, also da ist die ja komplett raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Shoot gibt, aber ansonsten ist es halt da. Ich meine, ja, ist halt Dixie Carter, die geht mir schon seit 15 Jahren am Arsch vorbei. Mir ist die auch egal. Und ich sag mal so, soll sie einen Auftritt haben, aber die wird nichts Krasses sagen, weil. Nee, die wird sagen, oh, Kurt Angle, der war so geil. Und nach der Show habe ich mir den immer genommen und da haben wir eine kleine Runde gedreht und ja. Ist halt immer noch, die ist halt die Karte. Die Charisma-Bombe schlechthin. Und die, also für mich, auch ohne Scheiß, Dixie Carter ist für mich die schlechteste Promoterin aller Zeiten. Also gefühlt das Network-Special ist eine Premiere, weil wir da gleichzeitig mit Vince McMahon den besten Promoter und gleichzeitig den schlechtesten Promoter mit Dixie Carter in einer Dokumentation zu sehen kriegen. Also, wie man es, da fliegt ein Flugzeug bei mir vorbei, hier geht gerade die Welt unter. Wie Dixie Carter es geschafft hat, das ist auch übrigens, da kann man Vince Russo auch noch mit einbeziehen, dass die zwei das super zusammen geschafft haben. Dass man noch nicht mal mit Kurt Angle, Hulk Hogan, AJ Styles, Samoa Joe, Austin Aries, Bobby Roode, Eric Bischoff und Mick Foley und Sting und was weiß ich allen, es nicht mal geschafft hat, irgendwie auf ein Zweier-Rating zu kommen oder so. Also, die waren ja immer jede Woche bei irgendwie 1,0, 1,2, dann mal 0,9 oder so, sind ja jede Woche rumgekrebst mit den größten Stars und den größten Talenten auch. Also, TNA war ja mal absolut fantastisch, was die Talente anging. Ja, die hatten ja mal einen AJ Styles, einen Austin Aries, einen Bobby Roode, Low-Ki und Joe. Samoa Joe, genau, und
Chris Sabin, Alex Shelley und was weiß ich wen, alles Christopher Daniels und Frankie Kazarian und wie gesagt Kurt Angle und Christian war da. Also die hatten ja alle und trotzdem absolute Reude. Also da sind Dixie Carter und fucking Vince Russo, die kombiniert einfach gefuckt. Richtig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, dann gibt es noch zwei weitere Neuigkeiten. Eine Indie-Neuigkeit, wo du mir schon vor der Ausgabe gesagt hast, du hast keine Ahnung, wer das ist. Chuck Taylor hat den PWG World Title geholt, das ist für mich ein Feel-Good-Moment. Chuck Taylor ist awesome. Jeder sollte ihn mal abchecken auf Twitter. Er ist einer der geilsten Personen, denen ich auf Twitter folge, weil er immer irgendeine geile Scheiße postet. Ist ein super Wrestler. Und ja, jeder sollte einfach mal auf YouTube eingeben, Chuck Taylor, und da seht ihr so ein paar Compilations von ihm. Absolut göttlicher Wrestler. Also er ist so eine Mischung aus der beste Comedy-Wrestler der Welt und einer der allgemein besten In-Ring-Performern der Welt. Also jetzt nicht wie ein AJ Styles oder so, sondern einfach allgemein einfach, wie er sich so bewegt, richtig smooth und gute Psychologie und alles, wenn er sie halt außerhalb von Comedy-Matches mal einsetzt, wie gegen Zack Sabre Jr. oder so in seinen letzten PWG-Matches. Also der kann auch richtig gut wrestlerisch sein und ja, für mich halt ein absolut fantastischer Moment. Und dann halt auch allgemein für die WWE ein absolut göttlicher Moment. AJ Styles hat sich random, aber verdient den WWE United States Title bei der Madison Square Garden Show gestern geholt von Kevin Owens. War wohl eine Last-Minute-Decision, weil es war auch eine Raw-Show, also eine Raw-House-Show. Da wurde halt ein SmackDown-Match draufgepackt, das war halt das, und dann ist halt der Titel gewechselt. Und ja, AJ ist Champ. Was eine gute Möglichkeit wäre, ist, dass Kevin Owens verletzt ist. Dass man vielleicht deshalb gesagt hat, okay, hey, wir müssen den Titelwechsel jetzt bringen. Machen wir ihn bei einer recht großen Show wie der und Kevin Owens geht erstmal in Pause oder so. Könnte durchaus sein, weil wohl Kevin Owens wäre wohl irgendwie in Richtung Money in the Bank oder so oder nach Money in the Bank oder so, hätte er sich wohl verletzt oder war angeschlagen stark oder irgendwie sowas, habe ich gehört. Und ja, vielleicht ist er halt, wie gesagt, verletzt und von daher. Mal gucken. Es war auf jeden Fall out of nowhere, dass AJ Styles den United States Titel. Das ist auch eine kleine Vorgeschichte. Ich stehe so morgens auf, guckst so auf YouTube rein, guck einfach so, was da für aktuelle Videos hochgeladen ist. Und auf einmal sehe ich da so, AJ Styles gewinnt den Titel. Und ich so, was? Was ist gerade passiert? Habe ich gerade geträumt? Habe ich gerade geträumt? Oh, Champion? Oh, ich habe geträumt. Aber nein, es ist tatsächlich passiert. Bei einer House-Show gewinnt er das MSG-Event. Das Letzte, dass es passiert ist, dass bei einem WWE, also ein WWE Main Roster Title gewonnen wurde, war ja vor 5 Jahren zwischen Air Boom und Epic und Primo, glaube ich, war das, War wo. es ein Main Roster Title bei einer House Show oder was? Ja. Okay. Ja, bei NXT ist es ja nicht lange her, da war es ja Joe und Nakamura. Richtig, genau. Zweimal, das war ja einmal, glaube ich, bei Australien der Show und einmal in Japan. Genau. Nee, nee, Japan war es nicht. Jedoch, Japan hat den, glaube ich, gewonnen. Aber ich meine, aus. Ich weiß ja. Nee, Australien hat ihn Australien. verteidigt und Joe hat ihn Stimmt. halt in, ich glaube, irgendwo in Ich glaube, USA gewonnen. Australien war das Steel Cage Match. Steelcage. Genau. Genau, so war das. Also, interessant, was passiert ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Mal sehen, wie es bei Kevin Owens aussieht. Das war auf jeden Fall out of nowhere. AJ Styles ist ja als States Champion. Hä? Out of nowhere. Out of nowhere, RKO. Oh, falsches Thema. Ja, trotzdem würde ich AJ Styles bald im World Title Picture sehen, aber als Lange US Champion gefällt er mir. Das ist nie schlecht, wenn AJ Styles US Champion ist. Ja, der wertet die Scheiße auf jeden Fall auf und Er ist einfach Styles. ja. Aber leider können wir nicht mehr über ihn reden heute. Bestimmt tun wir es noch, aber Nee, ich leider ist glaube. er nicht Teil der Card. Ja, aber auf jeden Fall, ja, mal gucken. Also ich würde jetzt mal tippen, dass Kevin Owens verletzt ist, weil, wie gesagt, also es wirkt halt schon sehr, sehr gerusht, dass jetzt auf einmal dann ein SmackDown-Match auf der Raw House Show Card stand und dass dann auch noch der Titel gewechselt ist. Und ja, muss man mal gucken, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden dann in den nächsten Tagen spätestens bei SmackDown irgendwas erfahren. Richtig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gut. Kommen wir nun endlich zum Pay-Per-View nach einer Viertelstunde, nachdem wir sehr, sehr viel gequatscht haben. Reden wir nun über Pay-Per-View Great Balls of Fire, wie gesagt, am 9.7. auf dem WWE Network oder auf Sky Select. Könnt ihr es angucken. Und meine klassische Frage, wie immer am Anfang, freust du dich auf den Pay-Per-View? Ich freue mich tatsächlich auf den Pay-Per-View. Ich werde
sogar die Pre-Show gucken. Wahrscheinlich nicht live, weil ich da zu müde sein werde, außer ich mache durch, aber das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten werde ich den Pepe auf jeden Fall versuchen, live zu gucken, weil die Karte halt einfach sehr, sehr stark ist. Also ich sehe jetzt kein Match, wenn ich so auf die Karte gucke, ist jetzt kein Match, wo ich sage, habe ich keine Lust drauf. Es gibt ein Match, wo ich sage, okay, das ist mit Abstand das Match, wo ich am wenigsten Bock drauf habe. Aber ansonsten ist es eine sehr, 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 sehr starke Karte, meiner Meinung nach. Somit das Beste, was du eigentlich aus dem Raw Roster rausholen kannst. Stimmt, auf jeden Fall. Steht Also. nicht mal für den Bälle auf der Karte. Was? Und es steht nicht mal für den Bälle auf der Karte. Oh, das ist natürlich sehr schlimm. Außer der kriegt noch ein random Pre-Show-Match gegen Elias Sampson. Und verliert. Nur 3 Minuten. Ja, Great Balls of Fire. Ich freue mich auch auf den Pay-Per-View. Tatsächlich, bin ein bisschen gehypt, weil es schon coole Match-Ansetzungen gibt, womit ich auch nicht ganz gerechnet habe teilweise. Ich bin gespannt, wie der Pay-Per-View sein wird. Der kann. Ich glaube, das ist ein klassischer Satz, den wir bei jedem Pay-Per-View sagen können. Potenzial zu einem guten Pay-Per-View, aber auch Potenzial zu einem schlechten Pay-Per-View. Also, Ja. man muss halt sehen, wie es ist. Ich werde den natürlich wieder live gucken. So wie immer. Quasi. Bei dir? Habe ich gesagt, ich werde was noch in die Schleife gucken. Achso, stimmt, hast du ja gesagt. Sorry, ich war blind. Nein, auf jeden Fall freue ich mich auf den Pay-Per-View. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Wie gesagt, Potenzial zu einer der besten Pay-Per-Views of all time. Könnte er werden. Hust, hust. Ja, wie er letztendlich wird, das wird man halt sehen. Ich kann mal gerade gucken, wie vierter Pay-Per-View ist es, den ich in Folge live gucke. Ich glaube 26 oder 27. Muss ich mal gerade durchzählen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nummer 28 tatsächlich. Interessant. Armer Kerl. Armer Kerl. Ich habe noch nicht die 30 erreicht. Das passiert Wann erst hast du angefangen damit mit der Kacke? Night of Champions 2015. Also das war der erste, wo die Serie angefangen hat. 2015, lass mich mal überlegen. War das Sting? Ja. Ah ja. Ja, gut, ich hätte mich wahrscheinlich nach 3 Pay-Per-Views schon aufgehängt. Wenn ich so teilweise die Main Events sehe, also ich habe ja die Main Events ja noch hier stehen. Rollins gegen Sting, Lesnar gegen Taker, Reigns gegen Sheamus, Reigns gegen Sheamus, Rumble Match. Seamus, oh mein Gott, das hab ich total vergessen. Seamus war ja mal Money in the Bank. Ja, Reigns gegen Ambrose gegen Lesnar, Triple H gegen Reigns, Reigns gegen Styles, Reigns gegen Styles, Rollins gegen Ambrose, Ambrose, Reigns, Rollins, Brock Lesnar gegen Randy Orton und dann kam ja das Dread, kam der Split. Ja, Also Reigns interessant. ist halt ein Mann. Das stimmt. Ja, gut, Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. bevor wir anfangen, nochmal hier. Mit der Kickoff-Show. Hast du NXT geguckt diese Woche? Nee, habe ich nicht geguckt. Okay. Solltest du tun. Der Main Event war großartig. Ach, Bobby Roode. war ja der Titelmatch, ne? Stück war ein richtig geiles Match. Muss ich mal angucken noch. Cruiserweight-Match. Kick-off. Neville gegen Akira Tozawa. Ja, wir hatten ein ziemlich, ziemlich gutes Match. Wenn sie Zeit kriegen, ich gehe mal von aus, ist bis jetzt das einzige Pre-Show-Match. Die werden bestimmt eine Viertelstunde oder so kriegen. Und es wird ein richtig gutes Match. Mal gucken, ob es so gut wird wie die Austin Aries-Title-Matches. Aber ich denke trotzdem, also ich denke, dass es mal so Minimum 3,5 Sterne oder so wird. Und Neville wird den Titel hier verteidigen. Davon gehe ich auch auf. Ich werde zwar das Match nicht gucken. Da es halt, wie sagt man das, Kickoff-Show ist und da schlafe ich lieber noch ein bisschen länger aus. Gucken werde ich es auf jeden Fall, aber nicht live. Ja, das kann sein, dass ich mich vielleicht noch angucke, aber nicht live. Und ja, mal sehen, wie das Match wird. Ja, Neville verteidigt, denke ich mal, Tozawa könnte eventuell den Titel gewinnen, aber ich glaube es nicht. Ne, der gewinnt nie im Leben. Also wenn irgendwann Neville seine riesen Titelregentschaft beendet, dann bestimmt nicht in der fucking Pre-Show. Genau. Gehen wir direkt zu einem weiteren Match, würde ich mal sagen. Zum Main Roster. Enzo Amore gegen Big Cass. Ja, das Match hat
könnte zwei Szenarien haben. Entweder Big Cass ermordet Enzo komplett oder Enzo schafft halt irgendwie den Upset und wird nach dem Match komplett ermordet, sodass es nochmal zum SummerSlam gezogen wird. Zu einem Rematch. Ich tippe auf Ersteres, also dass Big Cass hier Enzo wegsquasht, so das klassische Squash-Match halt, dass Enzo halt ein bisschen Offensivphase kriegt und Big Cass killt ihn dann komplett, gibt ihm irgendwie drei Big Boots oder so und dann ist aus und dann ist Schluss. Genau, dann ist Feierabend. Ich denke auch, dass Big Cass hier klar Enzo besiegen wird. Ich denke nicht, dass Enzo hier sich einen Sieg holt, weil ich denke mal, mit Enzo plant man nicht mehr so viel wie mit Big Cass. Richtig. Genau, die Fehde, ja, der Split hat man gut aufgebaut, finde ich. Ja, man hat schon gedacht, dass Big Cass ist. Man hat es dann noch gut verpackt. Gab noch gute Segmente zwischen den beiden. Und ja. Ich war zufrieden mit der Fehde so ziemlich. Das Match wird vielleicht nicht so geil sein, weil einfach Enzo dabei ist. Und Enzo ist ja kein technisch begabter Wrestler. Ja, um es mal sehr nett zu sagen. Um es mal sehr nett zu sagen. Und von daher, ja, wird Big Cass gewinnen. Wie heißt der Move nochmal? Der Finisher nochmal? Big Gut. Ne, nicht der Big Boot, der andere. Boom-Chakalaka. Was? Empire Elbow. Nee, nicht der, nicht der, nicht der. East River Crossing. Genau, East River Crossing. Ein richtig beschissener Name. Also ein Sit-Down Swinging Side Slam. Meine Güte. Ja, der hört sich sogar noch besser an. Aber gut. So viel dazu. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Non-Title-Match. Und zwar Seth Rollins gegen Bray Wyatt. Ja, who gives a fuck? Also Seth Rollins ist gut, Bray Wyatt ist shitty, Match wird ganz gut, weil beide einfach. Also Seth Rollins ist ein exzellenter In-Ring-Performer, Bray Wyatt ist ganz gut gegen gute Leute und das Match wird nicht schlecht, aber es gibt halt niemanden Fuck auf dieses Match und Seth Rollins gewinnt, außer Bray Wyatt debütiert mal wieder irgendeinen neuen Fucker für seine Wyatt Family, der dann eingreift in das Match und Seth Rollins das Match kostet. Aber ansonsten wird das ein locker flockiger Sieg für Seth Rollins. He's got the whole world in his hands. Ja, das wird wahrscheinlich mein Piss-Break-Match sein. Oder mein, ich mach mal das Essen-Match. Das kann sein. Oder du schläfst da ein. Obwohl, beim letzten Mal hast du auch gedacht, du pennst ein. Ja gut, bei dem Match werde ich einschlafen. Obwohl, du hast Jinder Mahal noch geguckt. Also. Das stimmt, aber das Match war auch gut. Ja, ich fand es jetzt nicht so gut, aber naja. Seth Rollins gegen Bray Wyatt, denke ich, wird ein gutes Match sein, aber es ist halt die gleiche Story. Bray Wyatt ist langweilig. Seth Rollins ist gut, Seth Rollins soll gewinnen. Er ist schließlich der größere Star von beiden und denke ich mal, mit ihm plant man mehr als mit Bray Wyatt. Ja. Also Sieg von Seth Rollins via Rainmaker Knee Strike. Genau. Oder Rainmaker High Knee oder wie auch immer. Oder Kenny Omegas Move. Wie man es auch immer sagen möchte. Gehen wir nun zu einem weiteren Non-Title-Match. Das letzte Non-Title-Match, das wir besprechen werden. Und zwar das Ambulance-Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Dö, 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 Geiler Theme. dö, dö, dö. Ja, mit dem Main Event. Nein. Also, Nein. ich kann mir sogar vorstellen, dass man es in den Main Event stellt, weil die WWE einfach scheiße ist. Ja, gut. Ich meine, Braun Strowman hat jetzt die letzten zwei Pay-Per-View-Matches, als sie gegeneinander angetreten sind, hat er Reigns geplättet. Und das Match wird er gewinnen. Punkt. Das Match wird er verlieren. So, Roman Reigns wird das Match locker eigentlich gewinnen und ja, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Reigns wins, lol. Ja, ich kann natürlich zur Fehde sehr viel sagen. Und zwar gar nichts. Strong war ja auch gefühlt 8 Jahre verletzt und der kam dann halt jetzt vor 2 Wochen erst zurück und hat zweimal Roman Reigns ermordet. Genau. Und dann gab es noch einen Spear einmal. Aber ansonsten, naja. Ist aber an sich, muss ich sagen, die hatten bis jetzt immer gute Matches. Also das Match wird, denke ich, ziemlich gut werden. Ich meine, Ambulance ist eine scheiß Stipulation. Aber Kane und Shane McMahon hatten auch ein geiles Ambulance-Match. Das stimmt, sie werden, denke ich, auch ein gutes Cena Match haben. und Ryback ein beschissenes hatten. Hm? Während John Cena und Ryback ein beschissenes hatten. Ja, die hatten ja ein sehr schönes Three Stages of Hell Match.
was ja eins ein Tables-Match, ein Lumberjack und ein Ambulance-Match war. Sehr geil, sehr geil. Gut, wie gesagt, das Match wird gut sein und ich tippe auf Strowman, der gewinnt. Obwohl, ja, man hört jetzt immer die News, plant man jetzt mit Reigns, plant man nicht mit Reigns gegen Lesnar, also es hängt davon ab, was man beim SummerSlam plant. Wenn man Lesnar gegen Reigns nicht plant beim SummerSlam, wird Strowman gewinnen. Und wenn man Reigns gegen Lesnar bei WrestleMania plant, wird Strowman gewinnen. Reigns gegen Lesnar wird beim SummerSlam stattfinden, davon gehe ich aus, deshalb gewinnt die Roman Reigns. Ich mach mal den Gegentipp, ich tippe einfach mal auf Strowman. Warum tippe ich wohl gegen Roman Reigns? Man weiß es nicht. Aber gut, da haben wir mal zwei unterschiedliche Meinungen. Ja, oder beziehungsweise es ist eigentlich egal, wer da gewinnt, weil Roman Reigns geht mehr am Sack vorbei und Braun Strowman wird eh irgendwann gegen Reigns verlieren. Ob es jetzt heute, ob jetzt bei Great Balls of Fire verliert oder später, irgendwann wird es passieren. Spätestens, wenn Reigns gegen Lesnar kommt. Gut, kommen wir nun vielleicht für mich sogar eins der uninteressantesten Matches. Und zwar das Intercontinental Championship Match zwischen The Miz und Dean Ambrose. Ja. Das 5000. Match zwischen beiden. Ich meine, die Matches sind nicht schlecht. Das letzte bei Extreme Rules war auch nicht schlecht. Das war auch recht gut, fand ich. Aber es ist halt einfach eine super uninteressante Fehde, die mir total egal ist. Und ja, von mir aus kann Dean Ambrose, nee, bitte nicht Dean Ambrose gewinnen, dann geht's ja weiter. Von mir aus kann The Miz gewinnen und dann Ende aus. Dann soll bitte da jemand anderes kommen. Ganz ehrlich, dieses Match ging mir die ganze Zeit irgendwo vorbei. Und mir ist es komplett egal, wer gewinnt. Meinetwegen kann Ambrose gewinnen, das juckt mich einfach nicht. Ja. Also, oder auch Miz, also mir ist die IC-Title-Fehde komplett egal. Sag ich ganz ehrlich, also die geht mir so ziemlich woanders vorbei. Sagen wir es mal so. Sagen wir es ganz nett ausgedrückt. Okay. Würde ich mal sagen, schließen wir dieses Match mal ab und gehen mal weiter. Und zwar zum Raw Tag Team 30-Minute Iron Man Match zwischen den Champions Cesaro und Sheamus gegen die Hardy Boys, Matt und Jeff Hardy. Könnte brutalst langweilig werden. Könnte aber auch richtig, richtig stark werden. Muss man halt nur gucken, wie man die Zeit anständig füllt. Ich denke, es wird ziemlich viele Pinfalls geben, um halt besser die Zeit zu überbrücken. Und ja, ich würde davon ausgehen, dass es die klassische Heel-Face-Dynamik ist. Dass einfach... Entschuldigung. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, einer der Hardys wird gut isoliert, wird halt zwei, dreimal am Stück gepinnt mit irgendwelchen Heal-Tricks und dann kämpfen sich halt die Hardys zurück und am Ende gewinnen sie dann halt. Und ja, also ich denke, die Hardy Boys gewinnen hier die Tag Team Titles zurück. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich gehe davon aus, die Hardy Boys holen sich die Titel wieder, um dann später gegen die Rival zu fäden. Weil einerseits soll ja Sheamus bald eine Auszeit haben. Das ist der Punkt. Und andererseits denke ich nicht, dass man mit Cesaro und Sheamus gegen irgendein anderes Tag Team jetzt planen sollte, weil für mich kommt jetzt eigentlich eher Hardy Boys gegen Revival in Frage als Cesaro und Sheamus gegen Hardy gegen Revival. Und ja. Das Match kann gut werden, kann aber auch schlecht werden. Also es ist interessant, was man in 30 Minuten einbaut. Jedoch muss man sagen, man hat vier gute Leute. Cesaro sogar ein Weltklasse-Mann. Also es kann gut werden, man muss halt gut verpacken, schöne Storys mit reinbringen und ich hoffe, es wird besser als das letzte Iron Man Match, was es gab, also beziehungsweise Iron Woman Match, aber das zu toppen ist an sich bei den vier Leuten nicht schwer. Ja. Und deshalb bin ich mal gespannt, Overtime oder genau 30 Minuten? 30 Minuten. Ja, ich gehe auch davon aus. Also es wird nicht länger als 30, ich denke die Hardys werden kurz vor Ende den Sieg sich holen. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zu einem nächsten Match. Und zwar hier jetzt bekommen wir ein Event, ob es jetzt wirklich sein wird, glaube ich eher nicht so dran.
aber könnte passieren. Und zwar das Raw Women's Championship Match zwischen Alexa Bliss, der Championess, gegen Sasha Banks. Ja, ist somit das Beste, was man aus der Raw Women's Division rausholen kann. Ja. Wird auf jeden Fall kein schlechtes Match. Wer gewinnt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich kann mit beiden leben. Aber ich würde mir wünschen, dass Alexa Bliss den Titel verteidigt. Ja, das Match kann gut werden. Ja, beide keine schlechten Wrestler. Sasha Banks, Weltklasse. Bliss ist auch eine gute Wrestlerin. Ja, man hat es gut eingebaut, wie letztendlich Number One Contender mit diesem Gauntlet-Match, was bei Raw gut war. Ob wir mal endlich mal wieder ein gutes Raw Women's Championship-Match bei dem Pay-Per-View hinkriegen, ist fraglich. Man weiß es nicht, ne? Also, die Women's Champion-Matches sind ja immer bekannt für scheiß Matches oder auch schlechte Finishes. Ich sag nur letzter Pay-Per-View, ne? Was man da alles gemacht hat. Also, das Match war Krütze. Und generell die Women's-Fäden, die Enden waren ja nicht so geil. Würde ich einfach mal behaupten. Und ich wünsche mir tatsächlich einen Titelgewinn von Sasha Banks, dass sie sich zum vierten Mal den Titel holt, weil ich bin ja kein großer Fan von Alexa Bliss als Women's Championess. Und meine Meinung ist eigentlich noch unverändert. Also sie macht ihren Titel besser als ihre ersten beiden SmackDown-Titelruns, aber ich finde ihn trotzdem nicht gut. Ja. Genau, so viel dazu. Und ich denke, wenn die 10, 15 Minuten Zeit kriegen, werden sie auch ein gutes Match rauszaubern. Genau. Ja. Gut. Main Event. Das WWE Universal Championship Match. Brock Lesnar verteidigt zum allerersten Mal seit WrestleMania seinen Titel. Seine erste Titelverteidigung ist es ja. Und zum ersten Mal wird der Universal Title wieder verteidigt seit WrestleMania. In Begleitung mit Paul Heyman gegen den Number One Contender, wo er sich den Main Event sicher, den Sieg sichern konnte bei Extreme Rules in einem Extreme Rules Fatal 5-Way Match. Samoa Joe, The Machine. Ja, jetzt natürlich sehr, sehr interessant die Frage, was hier passiert, wie man es bookt. Gibt halt auch wieder zwei Möglichkeiten, von wegen entweder halt Lesnar squash Joe weg oder es gibt halt wirklich einen Fight, der halt auch wirklich mal 10, 15 Minuten geht. Ich würde mir das Zweite wünschen, dass halt Joe auch mal wirklich eine Offensivphase bringt, weil die beiden sind halt einfach richtig geile Wrestler und haben einen sehr, sehr ähnlichen Stil und können sich da richtig wegstiffen und wenn die da 15 Minuten kriegen und sich einen richtig geilen Kampf liefern und ein dramatisches Finish, dass Joe halt erst ihn in den Kokina-Klatsch nehmen kann und er kann sich gerade so rauspowern und gewinnt dann halt doch noch per F5 gerade so, dann gewinnt Lesnar und sieht nicht schwach aus, weil Joe halt die letzten Wochen mega gut dargestellt wurde. Und Joe sieht halt nicht schwach aus, weil er halt einfach gegen den besten Wrestler in der gesamten WWE mithalten konnte und ihn sogar fast besiegt hätte. Eins ist mir klar, Brock Lesnar wird das Match gewinnen. Ja. Aber ich hoffe, die haben halt wirklich ein 15-minütiges Match oder so, wo halt beide richtig stark aussehen und es sehr, sehr eng wird auch am Ende und kein Squash, weil es sah für mich, habe ich in der Raw Review schon erwähnt, die letzten Wochen oder die letzte Woche gerade, sehr danach aus, dass es auch im Squash hinauslaufen wird. Genau, also dass Brock Lesnar hier verteidigen wird, das wird, denke ich, so sein. Es ist erstmal seine erste Titelverteidigung und dass Lesnar nach der ersten Titelverteidigung seinen Titel wieder verliert, ist schon ein bisschen komisch. Und zweitens bei einem Pay-Per-View Great Balls of Fire, also ich denke, wenn er den verliert, dann bei einem größeren Pay-Per-View wie SummerSlam oder WrestleMania, das vermute ich mal eher. Und ich, erstmal die Ansetzung an sich, habe ich, denke ich mal, sehr, sehr oft gesagt, die ist geil. Es ist ein Dream-Match. Das hätte auch bei WrestleMania auch laufen können. Wäre geil. Ein Match, was, denke ich, auch viele nicht gedacht hätten, dass mal passieren wird. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es wirklich mal passiert. Joe gegen Lesnar um den World-Title vor allem. Ist an sich eine geile Ansetzung. Und ja, die Fehde ist geil aufgebaut gewesen. Also so, wie ich sie mir gewünscht habe. Sie hätten noch, ja, könnte noch besser laufen, vielleicht. Aber ich sag mal, sie war schon so gut. Ich bin mega zufrieden. Und ja, es ist gut, wie die Fehde gelaufen ist. Und Joe wurde sehr, sehr stark präsentiert. Er wurde nicht als Pussy dargestellt, sondern wirklich als würdiger Contender, wo man denken kann, oh, oh,
Joe könnte den Titel eventuell gewinnen. Und so soll es auch sein, dass es ein ernsthafter Contender wird. Ich habe auch die Angst, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Lesnar Joe nicht ernst nimmt und dadurch ihn halt so 2-3 Minuten wegsquasht. Aber ich hoffe auch auf einen Fight, 15-20 Minuten lang einfach nur Gebrawle, ein Fight. Sie können ein richtig geiles Match rauszaubern. Beide sind keine Kinder von Traurigkeit. Also ein Lesnar, dass der kein Weichei ist, das ist, denke ich mal, klar. Er hat schließlich in der UFC gewrestelt. Und dass Joe auch kein Weichei ist und auch stiff werden kann. Das haben beide drauf, das können beide. Beide sind keine Kinder von Traurigkeit. Und es kann richtig, richtig geil werden. Ich will aber nicht zu hoch meine Erwartungen hängen, weil sonst wird man einfach nur enttäuscht. Ich möchte hoffen, ich hoffe auf ein gutes Match. Aber ich denke, es wird gut. Ja. Und natürlich Sieger Brock Lesnar via F5. Es wird den Coquina Clutch geben, gehe ich davon aus, aber Lesnar wird sich surviven. Es wird kein Muscle Buster gehen, davon gehe ich nicht aus. Ich bin gespannt, was passieren wird. Also, ich hoffe wirklich auf die andere Option, dass es wirklich einfach nur ein Fight wird. Ich brauche kein, also in dem Match brauche ich auch kein technisches Wrestling-Match, weil das passt einfach nicht. Weil wir beide keine technisch begabten Wrestler sind, wie jetzt ein Styles oder halt Seth Rollins oder sowas in der Art, sondern einfach, sind einfach zwei Brawler, zwei Fighter, zwei einfach Leute, die sich einfach nur weghauen könnten. Und das will ich halt sehen. Ich will einfach nur ein Fight sehen, kein technisches Wrestling-Match. Ja. Und das sind meine Erwartungen hier. Also soll kein technisches Wrestling gehen, weil das wird einfach schief gehen. Genau. Aber ich denke mal, die WWE weiß hoffentlich genug, dass beide keine technischen Wrestler sind, sondern dass sie diesen Stil worken können. Und wie gesagt, ein Dream-Match, ein Dream-Match. Und ja, das ist so ziemlich das Match. Oder das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mir diesen Pay-Per-View angucken würde. Allein schon wegen dieser Ansetzung. Jo. Und man hat sie geil aufgebaut. Also, muss ich tatsächlich sagen, davor, wir kritisieren sehr, sehr oft die WWE. Das tun wir weiterhin. Aber hier muss man echt den Hut ziehen. Ja. Und ja, willst du noch was sagen zur Fehde? Nee, ist einfach mit die beste Fehde, wahrscheinlich die beste Fehde des Jahres bis jetzt. Und jo. Ich habe richtig Bock. Das ist so das Match, was für mich den Pay-Per-View geil macht. Genau. Gerade wenn man überlegt, wenn man sich schon einen Namen hört, aber wenn man solche Namen drin hat, dann gleicht das schon sehr, sehr gut aus. Und es ist für mich aktuell auch die Fehde des Jahres. Es gibt für mich keine bessere dieses Jahr. Fällt mir jetzt gerade keiner ein. Vielleicht noch Owens Jericho, aber die kommt nicht an die Fehde ran. Von daher freue ich mich auf Lesnar gegen Joe. Ist ein Einschaltgrund. Könnte richtig geil werden. Könnte Match of the Night werden. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und ja, so viel zu Great Balls of Fire. Das war die Preview 40 Minuten lang. Wir haben jetzt, ja, die erste Viertelstunde mehr auf die News eingegangen. Danach die Zeit sind wir mehr auf die, auf den Pay-Per-View tatsächlich eingegangen. Und ja, man merkt schon, wir freuen uns ein bisschen auf den Pay-Per-View. Es kann gut werden. Es kann aber auch miserabel werden. Also, es sind gemischte Gefühle dabei. Wie eigentlich immer. Aber die Vorfreude ist da. Das muss ich schon sagen. Great Balls of Fire kann gut werden. Auf jeden Fall. Und ja, gibt es da noch sonst irgendwas zu sagen? Nee. Oder hast du noch was anzusprechen bezüglich deiner Match-Empfehlung oder sowas? Nein. Tatsächlich nicht. Ich habe auch keine Match-Empfehlung. Gut. NXT natürlich, hast du jetzt gesagt, ne? Root gegen ja, Strong. Das war richtig gut, ja. Genau, das gab's noch. Aber was man auch ansprechen kann, hast du eigentlich die Kevin Owens-Doku gesehen? Nein. Also zumindest das First Look auf dem Network? Nein. Schade. Ich fand's geil, muss ich sagen, als ich gesehen habe. Also ist auch momentan auch gut im Verkauf, muss man sagen. Also nicht schlecht. Haben auch, ja, diesen El Generico-Charakter nicht ganz aufheben lassen. Und yeah. Auch, da sind ja auch, haben auch Ring of Honor erwähnt, Ring of Honor, PWG, also viele Ligen erwähnt und einfach quasi die komplette Geschichte von Kevin Owens und ja.
Und was ich auch beeindruckend finde, das kann man auch mal ansprechen, wie gut Sami Zayn und Kevin Owens ihre Rolle spielen. Wenn man so sieht, dass sie sich ja eigentlich in den WWE-Shows hassen, aber eigentlich so ziemlich beste Freunde sind, kriegt nicht jeder hin, so gut zu spielen. Und ja, ansonsten gab es dann auch die Nachricht, dass die WWE-Datenbank gehackt wurde. Nichts Geiles, aber kann man leider momentan nichts ändern. Ist halt passiert. Passiert. Ja, aber von 3 Millionen Leuten unsere Datenbank zu suchen, wird nicht ganz so einfach. Ja. Von daher, ja. So viel dazu noch und ich würde mal sagen, wir haben jetzt 40 Minuten gesprochen, das passt, denke ich mal. Und ich würde mal sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Ciao.